Haben Nicki Minaj und Kenneth Petty jemanden belästigt? Jetzt könnte es ziemlich schmutzig für Nicki Minaj, 38, und ihren Ehemann Kenneth Petty, 43, werden. Weil ihnen eine Klage ins Haus geflattert ist, müssen sich die beiden offenbar schon bald vor Gericht verantworten. Dabei geht es um einen Fall, der mittlerweile mehr als 25 Jahre in der Vergangenheit liegt. Eine Neverending Story. Damals soll der 15-jährige Kenneth versucht haben, die gleichaltrige Jennifer Huff zu vergewaltigen. Ein Verbrechen, für das er 2002 verurteilt und inhaftiert wurde. Obwohl er mehrere Jahre hinter Gittern verbracht hat, soll er es bis heute versäumt haben, sich als Sexualstraftäter registrieren zu lassen. Jetzt wird Kenneth und Ehefrau Nicki Minaj noch weitaus Schlimmeres vorgeworfen. Sie sollen versucht haben, das damalige Opfer dazu zu überreden, ihre Geschichte über das Verbrechen zu ändern. Wie TMZ berichtet, gehe aus Rechtsdokumenten hervor, dass sie Jennifer indirekt und direkt belästigt und ihr gedroht haben sollen, nicht mehr über den Vorfall zu sprechen. Ihr sei dadurch emotionaler Stress zugefügt worden. Besonders schlimm seien die Belästigungen in den vergangenen 3 Jahren gewesen, als sich Nicki Minaj verstärkt eingeschaltet hat. Als Kenneth im Jahr 2020 festgenommen wurde, weil er die Frist für die Registrierung als Sexualstraftäter verpasst hatte, hätten die falschen Bemühungen des Ehepaares laut Jennifer unerträgliche Ausmaße genommen. Die Rapperin soll sogar bei ihr angerufen und sie dazu gedrängt haben, nach Los Angeles zu fliegen, um ihre Anschuldigungen gegen Petty zurückzuziehen. Dafür soll ihr das Paar sogar Geld geboten haben. Als Jennifer diesem Wunsch nicht nachkam, sei sie mit belästigenden Anrufen und ungebetenen Besuchen gequält worden. Jennifer hoffe, durch eine erneute Klage endlich Ruhe zu bekommen.